In die Entwicklung unterschiedlicher Dithering-Algorithmen ist viel Zeit und Geld investiert worden. Bei den unterschiedlichen Dither-Shapes spricht man auch von Noise-Shapes. Das hinzugefügte Rauschen hat eine bestimmte Frequenzkurve und kann je nach Typ das Gesamtklangbild verändern. Es gibt Mastering-Engineers, die Dither-Shapes gezielt einsetzen, um zum Beispiel die Sprachverständlichkeit oder die Brillanz einer Aufnahme zu optimieren. Dieser Effekt wird dadurch erzielt, dass das menschliche Gehör Rauschen bis zu einem Grenzwert als Programmanteil auswertet und dadurch eine Aufnahme entsprechend des Shapes als höhenreicher empfindet. Ich persönlich nutze am liebsten den klangneutralen UV22, weil ich derartige Klangänderungen lieber mit guten EQs vornehme. Dem motivierten Mastering-Engineer empfehle ich die Auseinandersetzung mit unterschiedlichen Ditherings, um auf unterschiedliche Anforderungen entsprechend reagieren zu können. Hier sehen Sie die unterschiedlichen Shapes des Wavelab-internen Ditherings auf dem Pinguin im plus 48 dB-Modus. Dieser Anzeigemodus ist auch für Messungen von Wandlerrauschen gut geeignet.